Schönen guten Morgen zur schönsten Tageszeit bei Peira. Unser Thema: Anarchie, gelebte Utopie des 21. Jahrhunderts. Wir freuen uns, dass wir Bernd Drücke zu diesem Thema gewinnen konnten. Aus zwei Gründen. Er ist nicht nur wissenschaftlich zu diesem Thema lange Zeit unterwegs gewesen und im Grunde genommen ja auch weiterhin unterwegs, sondern er lebt dieses Thema auch. Also jemand, der authentisch über dieses Thema reden kann. Wissenschaftlich ist der Nachweis in der Weise da, dass Bernd Drücke 1998 zu diesem Thema promovierte, mit der Orientierung auf die libertäre Presse in Ost- und Westdeutschland. Praktisch ist er mit diesem Thema unterwegs seit ebenfalls 1998 als Koordinationsredakteur, der seit 1972 als Monatszeitung für eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft erscheinenden Graswurzelrevolution. Die Graswurzelrevolution ist, soweit ich das sehe, wohl das prominenteste Beispiel dafür, dass eine basisdemokratische und konsensorientierte Arbeit hervorragend gelingen kann. Ich betone das so deutlich, weil Sie, dieser Kreis, denke ich, weiß, dass sich die Piraten an diesem Thema die Zähne fast ausgebissen haben. Fast, es gibt sie noch. Aber es fiel ihnen zunehmend schwerer, diesen Schwung, der dadurch in die politische Landschaft gekommen ist, selber zu leben. Ich will jetzt hier an dieser Stelle nicht über die Gründe reden, warum sie sich damit so schwer getan haben. Das ist vielleicht eine Extraveranstaltung, wenn wir auswerten müssen, warum die Piraten im Jahr 2080 gescheitert sind. Ich hoffe jedenfalls, es dauert so lange. So, die Graswurzelrevolution, was ist das? Das ist das Sprachrohr für die antimilitaristische Bewegung, für die totalen Kriegsdienstverweigerer. Und das nicht nur im Land, sondern jeder, der sich ein wenig damit beschäftigt hat, weiß, dass diese Bewegung, die auf den ersten Blick nicht sehr dynamisch erscheint, ich muss das einfach mal so kritisch von meiner Seite aus sagen, aber eine Bewegung ist, die durchaus eine Dynamik unter der Oberfläche hat und auch international. Da gibt es so einen nächsten Zusammenhang. Die Piraten haben ja immer gesagt, sie seien die einzige international agierende neue politische Kraft. Ich denke, das waren andere schon vorher, aber ich will es auch den Piraten nicht nehmen, weil in einer globalisierten Welt ist man natürlich international unterwegs, wenn man es richtig macht oder richtig machen möchte. Das Anliegen von Bernd Drücke ist eben, die libertären Theoretiker an die wieder zu erinnern, in Szene zu setzen, aber natürlich auch das, was gegenwärtig passiert. Hier auf unserem Tisch gibt es die Taz, nicht unbedingt der Ausdruck für Anarchie, vielleicht mal zu Beginn, aber jetzt nicht mehr. Aber es gibt auch einen Nachbartisch, da liegen verschiedene Produkte, Medienprodukte, Zeitungen, die man mitnehmen kann, und wenn man ein wenig Geld hat, kann man da in diesen Blumentopf auch noch eine kleine Spende hineinlegen. Und ansonsten gibt es natürlich auch Bücher, noch verpackte, die käuflich zu erwerben sind, wenn dann das Interesse so groß ist, sie jetzt hier heute zu kaufen. Wir haben das beim letzten Mal angefangen, und das war doch ganz gut für Frau Hannemann mit ihrem Buch »Die Hartz-IV-Diktatur abschaffen«. Und hier wollen wir nichts abschaffen, sondern wollen die Anarchie voranbringen. Die Perspektiven der Anarchie werden heute erläutert werden. Und ich möchte Bernd eigentlich mit einer
denke ich, doch provokanten Frage anstacheln, das nicht wissenschaftlich zu tun, was er uns zu erzählen hat, sondern eben mit politischer Leidenschaft aus folgendem Grund. Wenn ich das mit der Anarchie alles richtig verstehe, ich war bisher nur vom Herzen Anarchist, im Kopf noch nicht so ganz, könnte aber noch kommen, dann ist das ja ein Versprechen, die herrschaftslose Gesellschaft so etwas auf die Kurzform zu bringen, das Paradies auf Erden. Nun ist Bernd Drücke ja wesentlich jünger als ich, aber auch nicht mehr ganz so jung. Und ich frage ihn, wie viel Naivität muss in einem sein, um dieses Versprechen dauernd zu erneuern? Bernd, wie viel Naivität? Gute Frage. Ja, es funktioniert. Ja, eine gute Frage. Ich meine, wie viel Naivität? Die Frage ist vielleicht, führt ein bisschen in die Irre, weil man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das kennt ihr vielleicht, das Zitat von Albert Camus, und das kann man auch durchaus auf den modernen Anarchismus beziehen. Also das heißt, im Widerstand gegen das System sozusagen und im Kampf für eine herrschaftsfreie, gewaltlose Gesellschaft kann man durchaus auch viel Glück und auch Erfolge erzielen, auch wenn es natürlich auch immer wieder Niederlagen gibt und so weiter, das gehört halt zum Leben. Aber es ist, denke ich mal, schon auch eine Kraft, die einen am Leben hält. Und es ist ja, denke ich mal, eine Utopie. Ich werde da gleich ein bisschen genauer was zu erzählen. Aber es ist natürlich auch eine gelebte Praxis. Und diese Praxis ist, glaube ich, etwas, was dazu beitragen kann, dass die Welt oder die Menschheit überleben kann. Und ich glaube, das ist auch ein Zustand, den die Menschheit erreichen sollte, die Anarchie, weil es letztlich der Idealzustand ist, in dem die Menschen menschenwürdig leben können und dem nicht der Wolf sozusagen regiert und stattdessen die gegenseitige Hilfe und das Solidarprinzip. Aber da erzähle ich vielleicht gleich noch was zu. Ich habe die Taz hier gerade liegen, ich habe die nämlich gerade auf der Fahrt nach Berlin gelesen und mich ehrlich gesagt tierisch aufgeregt, weil ich lese euch mal ein Zitat vor, was hier als der stärkste Satz auf der Titelseite auch ist. Das ist zitiert aus dem Interview mit Timothy Snyder, dem Historiker, der sich hier in der Zeitung auch ziemlich übel auslässt. Er sagt, Hitler war kein Staatsmann oder Nationalist, sondern ein in rassistischen Kategorien denkender Anarchist. Das ist natürlich unglaublich. Das ganze Interview ist tatsächlich haarsträubend und ich werde die Taz jetzt endlich nach 1986 jetzt, glaube ich, mal kündigen, es geht mir echt auf den Senkel. Also das ist natürlich eine Verdrehung gleich mehrerer Begriffe. Natürlich war Hitler Staatsmann und Nationalist, das ist wohl jedem klar, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, und in keinster Weise Anarchist. Das ist auch eine Beleidigung aller Anarchisten, auch der Anarchisten, die eben von den Nazis umgebracht wurden. Also Erich Mühsam wird sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass so ein Unsinn von einem profilierten Wissenschaftler heutzutage noch auf der Titelseite der Taz als der stärkste Satz zitiert wird. Das ist natürlich zum Kotzen, geht mir tierisch auf den Senkel. Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten und dachte, das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg in die Veranstaltung. Hätte ich das gewusst, ich habe sie mir nicht gekauft, dann wäre die Provokation gar nicht nötig gewesen, weil das, was da steht, natürlich wirklich die Mega Provokation ist. Ja, nicht unbedingt, weil es ist durchaus gängiger Usus. Also auch die Taz, aber auch natürlich die normalen Medien benutzen den Begriff Anarchie oft immer als Terror- und Chaos-Synonym. Und damit hat es natürlich überhaupt gar nichts zu tun. Deshalb glaube ich, dass es notwendig ist, dass ich vielleicht auch ein bisschen historisch erstmal was erzähle zu den Begriffen Anarchie, Anarchismus, Anarchist, Anarchistin. Weil das, ja, ich meine, das macht, wird ja dadurch deutlich, dass dauernd der Begriff Anarchie als Chaos und Terror benutzt wird, auch in den Medien der Welt und auch der deutschen Alternativmedien in Anführungsstrichen. Also die Taz hat sich ja als alternative Zeitung immer verstanden. Der Begriff Anarchie kommt aus dem Griechischen, aus dem Altgriechischen und bezeichnete eigentlich Anarchie, also ohne Herrschaft, vor über 2000 Jahren. Da gemeint war damit die Zeit, wenn die alte Regierung nicht mehr im Amt war und die neue noch nicht im Amt. Das war also ein ursprünglich neutraler Begriff, der nur diese Zwischenphase bezeichnete. Der Begriff hat sich dann über die Jahrhunderte natürlich gewandelt und der Begriff Anarchist, was ihr vielleicht überraschend findet, ist noch längst nicht so alt. Der ist entstanden in der französischen Revolutionsphase eigentlich und war ein ursprünglich von allen Seiten benutzter reiner Schmähbegriff. Das heißt,
die Rechten haben die Linken als Anarchisten bezeichnet und die Linken haben die Rechten als Anarchisten bezeichnet. Es war eigentlich so, dass die Leute einfach dachten, Anarchist ist natürlich Herrschaftslosigkeit, das ist natürlich Chaos und Terror. Obwohl, selbst wenn man Immanuel Kant nimmt, Anarchie ist Freiheit und Gesetz ohne Gewalt, dann hätte man vielleicht auch darauf kommen können, dass es eben kein Zustand von Chaos und Terror ist, sondern eben doch vielleicht eine Gesellschaft, die eben auf Gewaltfreiheit fußt und eben auf einer egalitären Gesellschaftsform. Und das ist mit Chaos und Terror nun in keinster Weise gleichzusetzen. Der erste, der sich dann positiv selbst als Anarchist bezeichnet hat, war Proudhon, ein ziemliches Arschloch, muss man sagen, 1840, also ein Frauenfeind und Antisemit, also keiner, auf den man sich wirklich positiv beziehen kann, muss man sagen. Natürlich ein Frühsozialist, aber der war der erste, der sich sozusagen als Anarchist bezeichnete. Das änderte sich dann im Grunde in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann gab es, kann man sagen, eine anarchistische Bewegung, die entstanden ist aus der Spaltung der Ersten Internationale in einen antiautoritär-sozialistischen Flügel um Michael Bakunin auf der einen Seite und einen autoritär-marxistischen Flügel auf der anderen Seite um Marx und Engels. Und die gehörten eigentlich ursprünglich zusammen, das heißt, es war eine gemeinsame sozialistische Bewegung. Die Frage, an der sie sich hauptsächlich gespalten haben, war die Frage, wie man zum Sozialismus kommt. Und Marx und Engels waren natürlich der Meinung, das ist durch eine Diktatur des Proletariats zu erreichen. Und Bakunin und die Anarchisten und Anarchistinnen waren der Meinung, eine Diktatur führt zu nichts anderem als zu Zwang und Ausbeutung und kann nicht zur Freiheit führen. Das ist ein Widerspruch in sich. Und wenn man sich anguckt, was Bakunin 1860 dazu gesagt hat, dann ist das schon sehr erstaunlich, weil im Grunde die Entwicklung der späteren Sowjetunion, also des realen autoritären Sozialismus und auch der anderen sogenannten sozialistischen Staaten, ist ja eigentlich ein Beleg dafür, dass eben eine Diktatur des Proletariats nichts weiter ist als eine Diktatur der Partei und eine Diktatur, die letztlich die Menschen versklavt und in Unfreiheit hält. Der Anarchismus selber zieht darauf, den Menschen ja, einen freiheitlichen Sozialismus praktisch zu erreichen, gemeinsam. Und es gibt eigentlich auch in Deutschland eine ganz interessante Tradition, kann man sagen, die wenig bekannt ist, deshalb möchte ich da vielleicht auch ein bisschen drauf eingehen. Man kann sagen, die ersten Anarchisten und Anarchistinnen in Deutschland waren zum Beispiel Gustav Landauer, ist euch vielleicht ein Begriff, also im Grunde waren das freiheitliche Sozialisten, die eben auch über den Weg des Generalstreiks versuchen wollten, die Anarchie zu erreichen, also durch direkte Aktionen. Und das zerbrochene Gewehr, das Symbol, das ja auch die Graswurzelrevolution benutzt, ist in diesem Zusammenhang entstanden. Es ist also eigentlich ein Erkennungssymbol gewesen der anarchistischen Bewegung und der anarchistischen Zeitungen. Also dieser Antimilitarismus war ein ganz wichtiger Aspekt und führte natürlich auch dazu, dass gerade im Deutschen Reich die Anarchisten und Anarchistinnen massiv verfolgt und kriminalisiert wurden. Es gab dann tatsächlich eine Phase, wo wenige Anarchisten der Meinung waren, ja, man müsste die Anarchie herbeibomben. Und das war natürlich eine ganz fatale Entwicklung, weil diese Propaganda der Tat, wie sie von Johann Most und einigen anderen verbreitet wurde, letztlich dafür verantwortlich war, dass der Anarchist, der eben auch in weiten Kreisen der Gesellschaft gar nicht mehr so negativ belastet war als Begriff, dann bis heute weiterhin als Terrorist und Chaot benutzt wird. Also das war, wie gesagt, eigentlich eine kleine Minderheit innerhalb des Anarchismus. Der größte Teil waren Antimilitaristen und aktive Gewerkschaftsleute vor allen Dingen in den Lokalisten. Also die haben also im 19. Jahrhundert schon basisdemokratische Gewerkschaften gegründet und waren im Deutschen Reich eine Minderheit, die aber sehr produktiv waren, die also sehr viel interessante Zeitungen produziert haben und durch ihre antimilitaristische Agitation natürlich immer kriminalisiert wurden. Das war dann 1914, 15, als der sogenannte Burgfrieden beschlossen wurde, natürlich ganz massiv. Also der Erste Weltkrieg 1914 war ein großer Knackpunkt, könnte man sagen. Und der Geheimdienst hatte natürlich auch Listen an die Offiziere weitergegeben, sogenannte Anarchistenlisten. Das waren dann bekannte anarchistische Aktivisten, die dann als Kanonenfutter im Ersten Weltkrieg in die erste Reihe geschickt wurden. Durch den Burgfrieden war es offiziell eigentlich nicht mehr möglich, antimilitaristische Agitation überhaupt zu betreiben im Ersten Weltkrieg. Das führte dann dazu, dass dann die Leute im Untergrund aktiv wurden und gewaltfreie Anarchisten oder anarchistische Antimilitaristen, wie zum Beispiel Ernst Friedrich hier aus Berlin, der das Antikriegsmuseum in Berlin auch hier gegründet hat nach dem Ersten Weltkrieg, die wurden dann als vermeintliche Psychopathen ins Gefängnis gesperrt oder in die Klapsmühle, so sie sogenannte.
und kriminalisiert. Andere, wie zum Beispiel Redmar Ruth, der hat dann eine Untergrundzeitung produziert, den Ziegelbrenner, also getarnt als nicht-anarchistische Zeitung. Und wenn man die dann aufgeklappt hat, dann konnte man halt antimilitaristische Agitation lesen. Im Ersten Weltkrieg hat sich die Stimmung natürlich in der Bevölkerung doch deutlich verändert. Es haben viele erkannt, was Krieg bedeutet. Das große Massenabschlachten des Ersten Weltkriegs hat viele Menschen natürlich traumatisiert, aber eben auch natürlich dazu geführt, dass viele Menschen den Militarismus und die Herrschaft, die diesen Militarismus ja auch praktisch hervorgebracht hat, also das Deutsche Reich, das Kaisertum und die Herren sozusagen, die sich dann einen schönen Lenz gemacht haben, während die normalen Proletarier an der Front massenhaft abgeschlachtet wurden, dass die von vielen Menschen natürlich gehasst wurden. Das führte dann auch dazu, dass dann im Grunde nach dem Ersten Weltkrieg der Anarchismus, der ja auch eben während des Ersten Weltkriegs massiv antimilitaristisch auch schon agiert und agitiert hat, dann erstmals in Deutschland auch eine Massenbasis hatte, die dann aus den lokalistischen, bis 1918 ja verbotenen lokalistischen Gewerkschaften zusammengesetzte Freie Arbeiterunion Deutschlands hatte dann 180.000 Mitglieder nach dem Ersten Weltkrieg, was aus heutiger Sicht natürlich erstaunlich ist. Also es war eine basisdemokratisch organisierte Gewerkschaft, die dann auch zum Beispiel eine Zeitung produziert hat, Der Syndikalist, der eine wöchentliche Auflage von sage und schreibe 120.000 hatte. Das ist natürlich aus heutiger Sicht eine ungeheure Auflage. So eine Auflage hat natürlich seitdem keine anarchistische Zeitung mehr erreicht. Aber in den 20er Jahren kann man sagen, war der Anarchismus eine auch in Deutschland sehr aktive Kraft. Ihr kennt wahrscheinlich Summerhill, die Schule, die wurde in Dresden gegründet, ist im Grunde auch aus dieser anarchistischen Bewegung hervorgegangen, die eben auch eine vor allen Dingen kulturelle Bewegung war. Es gab Frauenbewegungen, es gab die Schaffende Frau, eine ganz großartige Frauenzeitung mit Modenbeilage, die also großartige Texte veröffentlichte. Und wenn man sich hier anguckt, ich hab das natürlich alles auf Folie auch, dann ist es meistens so, dass die Leute erstmal laut lachen, weil es erstmal skurril wirkt, dass dort auch Modenbeilagen drin sind. Aber der Hintergrund war natürlich die Idee, die bürgerliche Presse auch komplett zu ersetzen durch eigenständige, basisdemokratisch organisierte anarchistische Medien. Und diese Frauenzeitung hatte natürlich auch kulturell gesehen eine unglaubliche, tolle Wirkung. Also wenn man die Texte heute liest, die lesen sich so, als wären sie, also sie sind heute noch revolutionär und sind immer noch total großartig. Es gab, wie gesagt, diese große kulturelle Bewegung und auch eine Jugendbewegung, die auch hier gerade in Berlin, wo wir uns ja gerade aufhalten, sehr aktiv war. Und das Antikriegsmuseum zum Beispiel und die FAUD hat dann eigentlich schon 1932 beschlossen, dass sie, wenn die NSDAP an die Macht kommen würde, sich auflöst. Ein Teil ist auch schon ins Ausland gegangen, ins Exil. Ein großer Teil der Anarchisten hat allerdings sich in dem Trugschluss bewegt, zu glauben, dass das nichts Schlimmeres sein würde, weil das ja vorher auch schon sehr autoritär war. Also Anfang der 30er Jahre haben sich ja schon finstere Entwicklungen herausgebildet und haben eigentlich gedacht, sie könnten so weitermachen wie bisher. Erich Mühsam hatte seinen Koffer schon gepackt, ist dann aber 33 direkt verhaftet worden und 1934 im KZ Oranienburg auf bestialische Weise ermordet worden. Und im Exil selber waren dann natürlich dann noch Anarchisten aktiv, die auch Zeitungen ins Reichsgebiet geschmuggelt haben, auch getarnt dann meistens als Deutschtum im Ausland. Also selbst unter den schwierigsten Bedingungen in der Zeit des Nationalsozialismus gab es sowas wie anarchistische Untergrundnetzwerke, die waren meist getarnt als Schachverein oder Gesangsverein. Und dort wurden dann die Zeitungen, die aus dem Ausland, also aus Holland, aus Amsterdam, aus dem Internationalen Institut für Sozialgeschichte zum Teil, nach Deutschland geschmuggelt wurden, die wurden dann praktisch konspirativ unter der Hand gelesen und von Hand zu Hand weitergereicht und zum Teil auch getarnt, wie gesagt, also in der Regel nicht zum Teil, in den ersten Jahren nicht, also gab es tatsächlich Zeitungen, die weiter so produziert wurden wie vorher und das ging dann natürlich nicht lange gut. Und bis 1938 ist es dann den Nazis gelungen, also der Gestapo, den großen Teil der anarchistischen Zirkel, die es noch im Deutschen Reich gab, das waren etwa 900 Aktive noch, ausfindig zu machen und zu zerschlagen. Und dann gab es 1938 die sogenannten Anarchistenprozesse. 1933 muss man ja auch sagen, muss ich auch als Anarchist sagen, da ist ja die Frage Parlamentarismus, also ihr kennt vielleicht den Kapp-Putsch 1920,
Der Kapp-Putsch ist im Grunde niedergeschlagen worden durch die Arbeiter und Arbeiterinnen, die nämlich dann den Generalstreik ausgerufen haben. Das waren vor allen Dingen Anarcho-Syndikalisten, aber eben auch Sozialdemokraten, Kommunisten und Demokraten, die dann gemeinsam praktisch aufgerufen haben, durch den Generalstreik diesen Putsch zum Scheitern zu bringen. Das ist dann tatsächlich geglückt. Innerhalb von 5 Tagen ist der Putsch zusammengebrochen. Das gesamte gesellschaftliche Leben, also wenn ihr euch mal vorstellt, wenn die GDL streikt, was dann los ist, aber dann stellt euch mal vor, die GDL streikt, die Busfahrer streiken und praktisch alle streiken. Bäcker, also im Grunde das gesamte gesellschaftliche Leben wird von heute auf morgen lahmgelegt durch die Arbeiter, was dann los ist. Und natürlich ist dieser Putsch in sich zusammengebrochen. Auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass weitgehend gewaltfreier Widerstand und Generalstreik tatsächlich effektiv ist. Die Folge war natürlich, dass die Arbeitgeber gerade die Leute entlassen haben, die natürlich besonders aktiv waren in diesem Generalstreik. Und viele, gerade auch Anarcho-Syndikalisten, waren natürlich arbeitslos. Und die wirtschaftliche Lage war ja sowieso sehr fatal 1923. Und also die Massenarbeitslosigkeit im Deutschen Reich war ja auch eklatant. Aber trotzdem kann natürlich der Kapp-Putsch auch als Beispiel dafür dienen, was möglich ist, durch direkte gewaltfreie Aktion, in dem Fall Generalstreik, durch Sabotage eines Regimes. Also dass man auch selbst einen faschistischen Putsch letztlich stoppen kann durch weitgehend gewaltfreien Widerstand. 1933 war es aber dann ja so, dass die NSDAP legal an die Macht gekommen ist. Das heißt, sie hat zusammen mit der DNVP eine Koalition gebildet und damit die absolute Mehrheit erreicht. Und es war tatsächlich auch so, dass die normalen Gewerkschaften, es gab keinen Generalstreik. Der Hintergrund ist natürlich dieser Glauben an den Parlamentarismus in gewisser Weise. Und der Glauben, also okay, wenn eine Partei legal an die Macht gekommen ist, dann müssen wir das akzeptieren. Und wir sind dann nicht legitimiert, dagegen Widerstand zu leisten. Das war ja sozusagen etwas, was dazu geführt hat, dass es keinen Generalstreik 1933 gab und dass im Grunde kaum Widerstand geleistet wurde. Das ist also auch, wenn man sich das nochmal rückblickend vergegenwärtigt, ist das ein riesiger Irrtum gewesen. Und das führte auch dazu, dass dann in Spanien, als dann 1936 ein faschistischer Putsch unter General Franco initiiert wurde, massiv unterstützt vom faschistischen Regime aus Italien und eben natürlich vom Nazi-Regime und von Hitler, stattfand, dann haben die Arbeiterinnen und Arbeiter in Spanien massenhaften Widerstand geleistet. Spanien war noch eine Extrasituation. In Spanien gab es damals 23 Millionen Einwohner und 2 Millionen organisierte Anarcho-Syndikalisten. Das war die mit Abstand größte Gewerkschaft und auch in Spanien die absolut größte Organisation überhaupt. Das heißt, 1936 waren etwa 2 Millionen Mitglieder in der CNT, in der Anarcho-Syndikalistischen Gewerkschaft Spaniens, und die haben dann natürlich aufgerufen zur sozialen Revolution. Und das ist dann tatsächlich auch realisiert worden. Es gab den sogenannten kurzen Sommer der Anarchie, den ja auch Enzensberger wunderbar in seinem Buch beschrieben hat, aber eben auch viele andere. Und in Spanien ist es dann trotz Bürgerkrieg, der dann bis 1939 weiterlief, und obwohl natürlich die Anarchisten nicht unterstützt wurden, also die haben keine Unterstützung gekriegt, weder von Frankreich, England, im Grunde nur Waffenlieferung gab es nur von der Sowjetunion, aber dann auch nur an Kommunisten und nicht an Anarchisten und von Mexiko. Das heißt, die Anarchisten mussten dann praktisch den Widerstand gegen die Faschisten von unten organisieren. Die haben selber Waffen produziert, es gibt ganz skurrile Panzer und so weiter. Aber vor allen Dingen, ich denke, was ganz erstaunlich war, unter diesen unglaublichen Bedingungen des Bürgerkriegs ist es tatsächlich geglückt, in den spanischen anarchistischen Gebieten, um Barcelona zum Beispiel, Aragon und also große Teile Spaniens, waren tatsächlich dann ein anarchistisches Großexperiment, was funktioniert hat. Also die Anarchisten haben die ganzen Straßenbahnen, also die fuhren nie so pünktlich wie 1936, als die CNT die Straßenbahn gemacht hat, weil die Arbeiter einfach viel motivierter waren. Also es gab keinen Hunger mehr, die Analphabetenquote war in Spanien über 90% vor 1936. In der spanischen Revolution wurden über 3000 anarchistische Schulen gegründet, in denen dann auch Erwachsene und Kinder gleichzeitig unterrichtet wurden und Lesen und Schreiben gelernt haben. Und im Grunde kann man sagen, war das eine große kulturelle, soziale Revolution, die in großen Teilen Spaniens stattfand. Es wurde in einigen Regionen das Geld abgeschafft. Es wurde, also die großen Hotels wurden praktisch zu Volksküchen umgewandelt. Natürlich gab es auch Verbrechen von anarchistischer Seite. Das will ich jetzt hier auch gar nicht leugnen. Also es wurden viele
Katholiken, also katholische Pfarrer umgebracht von Anarchisten, und aber eben auch von Leuten, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden. Das muss man auch sagen, die Anarchisten haben 1936 die Gefängnisse geöffnet, alle Leute aus den Gefängnissen gelassen, und da waren natürlich auch Leute dabei, wo man vielleicht, die vielleicht besser eine Therapie gebraucht hätten oder so, aber die man nicht so ohne weiteres, ohne Unterstützung hätte rauslassen sollen. Und die waren natürlich auch massiv an den Morden beteiligt, an den vor allen Dingen an den, ja, an den katholischen Pfarrern, die als Klerikalfaschisten empfunden wurden und dann ermordet wurden. Das ist auch ein düsteres Kapitel des Anarchismus. Allerdings war es natürlich so, dass die gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht mit Waffengewalt kämpfen, wir wurden dazu gezwungen. Also das heißt, sie haben das als Verteidigung gegen den Faschismus gesehen. Von daher kann ich auch als gewaltfreier Anarchist sagen, das ist natürlich eine historische Situation. Und natürlich ist das, was in Spanien passiert ist, also was, dass die spanische Bevölkerung großen Widerstand gegen den Faschismus geleistet hat, im Vergleich zu dem, was in Deutschland passiert ist, eine großartige Leistung, muss man sagen. In Deutschland ist der Widerstand 1933 minimal gewesen, was eben, wie gesagt, mit dieser Situation zusammenhängt, dass die Leute geglaubt haben, wenn ich wähle und die andere Partei hat die Mehrheit, dann muss ich das auch akzeptieren, wenn sie dann die Macht kriegt. Das ist natürlich ein fataler Irrglaube. Ja, ich wollte noch ein bisschen auch was erzählen zur Graswurzelrevolution. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Anarchismus, der in den 20er Jahren auch eine Massenbewegung, eine kulturelle Bewegung war und eine Jugendbewegung auch zum Teil war, im Grunde erstmal nicht wirklich Fuß gefasst. Es gab zwar ab 1945 auch die ersten Versuche, wieder anzuknüpfen. Das ist in der sowjetisch besetzten Zone grandios gescheitert, weil es da dem Geheimdienst geglückt ist, Spitzel einzuschleusen und die Anarchisten in der sowjetisch besetzten Zone, also dann in der späteren DDR, wurden dann also frühzeitig inhaftiert und zum Teil dort inhaftiert, wo sie während der Nazizeit im Konzentrationslager saßen, und diese Lager dienten jetzt als Gefangenenlager für Nazis zum Teil, aber eben auch für Sozialisten, die nicht bereit waren, autoritären Sozialismus zu akzeptieren, also für Anarchisten. Zu DDR will ich vielleicht noch kurz was sagen, weil das ist auch ziemlich unbekannt. Also auch gerade hier Berlin ist ja vielleicht für euch auch sehr interessant. Ich habe mich im Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit eben auch mit der anarchistischen Presse in der DDR beschäftigt und bin da doch zu ganz erstaunlichen Funden gekommen. Und ganz platt könnte man sagen, ohne den Anarchismus wird es die DDR heute noch geben. Das ist eine steile These. Aber der Hintergrund, ich werde euch da auch ein paar erstaunliche Sachen zu sagen. Und zwar war es im Grunde so, in der DDR gab es auch ab 68 natürlich so eine Art Hippie-Bewegung. Also das, was aus dem Westen rübergeschwappt ist, ist natürlich zum Teil auch in der DDR angekommen. Und allerdings gab es keine Möglichkeit, alternative Publikationen herzustellen. Es gab in der DDR im Grunde eine rigide Zensur. Der SED-Staat hat eigentlich eine freie Presse nicht ermöglicht. Das hat sich erst ab 1978 geändert, als Honecker mit dem damaligen Chef der evangelischen Kirche der DDR, Schönherr, zusammen ein Bündnis, also einen Vertrag abgeschlossen hat, der es erlaubte, dass die Kirche innerhalb ihrer Strukturen eigene Zeitungen produzieren konnte, die nicht zensiert wurden. Da musste allerdings auch immer draufstehen, nur zu innerkirchlichen Informationen. Das führte dann dazu, dass alle möglichen alternativen und anarchistischen Gruppen sich unter dem Dach der Kirche auch versammelt haben und dort auch Zeitungen publiziert haben. Eine ganz herausragende waren die Umweltblätter, im Grunde so eine Art Graswurzelrevolution der DDR, die mit einer kleinen Auflage um etwa 600 ab 1986 erschien, und so die einzige Zeitung war im Grunde, die zum Beispiel Strahlenwerte nach Tschernobyl in der DDR veröffentlicht hat und die aber auch regelmäßig berichtet hat über Nazi-Übergriffe gegen Vietnamesen und Langhaarige und Punks in der DDR, was natürlich ein Tabuthema war, was in den offiziellen DDR-Medien überhaupt nicht berichtet wurde. Ja, und im Grunde eben versucht hat, so eine basisdemokratische, anarchistische Sichtweise auch auf die DDR zu werfen und zu versuchen, natürlich so eine Art Anarchismus, libertären Sozialismus in der DDR zu verwirklichen, was natürlich utopisch ist und auch so nicht eingetroffen ist, aber es ist anders eingetroffen. 1987 war es dann so, dass die Stasi eine große Razzia hier in Ost-Berlin in der Umweltbibliothek gemacht hat, wo die Redaktion der Umweltblätter war. Sie haben alle angetroffenen Redaktionsmitglieder verhaftet, sie haben das gesamte Archiv beschlagnahmt.
alle Materialien beschlagnahmt, die Matrizen abzugs, also die Zeitung war ganz schlecht gemacht auf Matrize und so ganz teilweise unleserlich, aber trotzdem brillant. Und die Folge war dann, dass dann DDR-weit gegen diese Razzia protestiert wurde. Im Westen wurde dann wiederum über die Proteste in der DDR berichtet und eben, dass diese kleine Ökoszene, die kleine Graswurzelszene in der DDR aufgerollt wird und dass doch dieser Milliardenkredit, den der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß 1987 mit Honecker vereinbart hatte, dass dieser Milliardenkredit doch dann plötzlich zur Disposition stand, weil die westlichen Medien, der Spiegel, die Taz und viele andere dann gesagt haben, ja, wie kann man denn diesem Regime, was die kleine Ökoszene da in der DDR aufrollt, wie kann man denen denn jetzt noch diesen Milliardenkredit gewähren? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das ist ja wohl ein Skandal. Das führte dann dazu, dass Honecker höchstpersönlich erwirkt hat, dass alle angetroffenen Redaktionsmitglieder wieder freigelassen wurden, alle beschlagnahmten Sachen wurden zurückgegeben. Und das war natürlich ein erster Triumph der DDR-Oppositionsszene. Es entstanden plötzlich überall, in jeder kleineren DDR-Stadt, ähnliche Publikationen. Die Leute wurden wesentlich mutiger. Und man kann sagen, das ist in gewisser Weise der Anfang vom Ende der DDR gewesen. 1989 war es dann so, dass die Umweltblätter sich umbenannt haben in Telegraph und zum Teil viermal in der Woche erschienen, mit Auflagen um die 3000, auch verteilt wurden im Grunde bei den ganzen Aktionen, die es dann 1989 gab, auch den Massenaktionen. Sie waren definitiv zu der Zeit dann das wichtigste Sprachrohr der Oppositionsbewegung in der DDR. Die wollten allerdings keinen Anschluss an die Bundesrepublik, sondern sie wollten versuchen, einen freiheitlichen Sozialismus auf dem Boden der DDR zu verwirklichen. Zum Teil, muss man sagen, hatten sie auch wirklich schon Erfolge. Zum Beispiel totale Kriegsdienstverweigerer wurden in der DDR ab 1988 nicht mehr verfolgt. Das heißt, die haben zwar irgendwie keine Karriere mehr im DDR-Staat machen können, sie wurden aber im Gegensatz zur Bundesrepublik nicht inhaftiert und eingeknastet. Also in der Bundesrepublik war das ja bis in die 90er Jahre Usus, dass totale Kriegsdienstverweigerer kriminalisiert und zum Teil auch inhaftiert werden. 1989, 90 kann man sagen, gab es dann ja, die sogenannte Wende, man könnte auch sagen, in gewisser Weise eine Revolution in der DDR, die aber ursprünglich eben ja, eine positive, also diese Parole, wir sind das Volk, ist erstmal keine nationalistische Parole gewesen. Das kam im Grunde wurde von außen reingetragen. Die Massenmedien wurden, also nachdem die Grenze geöffnet waren, sind die Massenmedien aus der Bundesrepublik in die DDR gegangen, die Bild-Zeitung wurde dort massenhaft verteilt und ein möglicher Springer-Blätter-Mist. Und der Nationalismus wurde dann natürlich auch gepusht, also auch vom Westen und ganz klar auch von nationalistischen Kreisen. Und die DDR ist 1989 zusammengebrochen. Aber man muss auch sagen, dass zwischen 1989 und dem 3. Oktober 1990, also wenn man wieder zurückgeht auf den ursprünglichen Begriff Anarchie, in gewisser Weise in der DDR so eine Art Anarchie existierte. In Ostberlin waren plötzlich über 130 Häuser besetzt, über 3000 Menschen haben in besetzten Häusern in Ost-Berlin gelebt 1990. Also ähnlich wie 1981 in West-Berlin, wo ja auch damals über 160 Häuser besetzt waren. In der ganzen DDR gab es besetzte Häuser, es gab aber auch zum Beispiel freie Schulen, also die Freie Schule Leipzig zum Beispiel ist aus dieser Oppositionsbewegung hervorgegangen, auch mit starker anarchistischer Beteiligung, muss man sagen. Und es gab im Grunde Wolfgang Grünklau, den habe ich interviewt, das Interview ist auch in dem neuen Buch, was da auf dem Tisch liegt, der war Redakteur bei den Umweltblättern und beim Telegraph und der sagt, das war die freiste Zeit des Landes. Also dieses kurze Jahr der Anarchie in Anführungsstrichen in Ost-Berlin. Und das ist natürlich auch, denke ich, nur deswegen möglich gewesen, weil diese kleine Graswurzelbewegung in der DDR mutiger geworden ist und sich eben auch gegen das Regime aufgelehnt hat. Natürlich ist das, was danach bei rausgekommen ist, nicht das, was die Menschen angestrebt haben. Also die sind sozusagen schon Verlierer der Geschichte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, denke ich mal, eine Diktatur, wie sie in der DDR herrschte, immer noch etwas, was man als Anarchist stärker bekämpft als eine Demokratie. Also wenn ich mich entscheiden darf, zwischen Diktatur oder Demokratie wähle ich als Anarchist natürlich die Demokratie. In der Diktatur kann ich überhaupt nichts machen. In der Demokratie kann ich immer noch versuchen, von unten Widerstand zu leisten. Und dass dieser Widerstand durchaus effektiv ist, zeigt ja auch der gewaltfreie Widerstand, den es in der Bundesrepublik gibt. Nehmen wir mal das Beispiel Anti-Atom-Bewegung. Es gab in den 70er Jahren den Versuch,
der Atomindustrie in Deutschland über 200 Atomkraftwerke zu bauen in der Bundesrepublik. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das ist so nicht, konnte so nicht stattfinden, weil die Leute massiven Widerstand geleistet haben. Die Plutoniumfabrik, die Wiederaufbereitungsanlage, die sollte zunächst im Wendland, in Gorleben gebaut werden. Daraufhin gab es massiven Widerstand. Es gab ein Dorf mit über 3000 Leuten, wo auch schon versucht wurde, mit alternativer Energie zu arbeiten und wo im Grunde versucht wurde, ein Stück weit Anarchie zu leben, also unter anarchistischen Bedingungen. Dieses Dorf wurde dann brutal zerstört, niedergemacht. Ne? Das war allerdings trotzdem ein Pyrrhus-Sieg. Albrecht, der Vater von der heutigen Verteidigungsministerin, der war damals Ministerpräsident in Niedersachsen, musste dann eingestehen, die Wiederaufbereitungsanlage ist bei uns in Niedersachsen nicht durchsetzbar. Gegen den Widerstand großer Teile der Bevölkerung. Daraufhin hat der bayerische Ministerpräsident damals gesagt, ja, kein Problem, wir machen es in Wackersdorf. Dort sind 70% CSU-Wähler und die freuen sich, dass wir so eine große Plutoniumfabrik in Wackersdorf gebaut wird. Da hat er sich ziemlich geschnitten. Achternbusch, der Filmemacher, hat ja dann mal gesagt, 60% der Bayern sind Anarchisten und die wählen alle CSU. In Bezug auf Wackersdorf ist da tatsächlich etwas dran. Also die Bauern in Wackersdorf, die natürlich stramme CSU-Wähler waren und die ganz normale Bevölkerung, die sind auf die Barrikaden gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bauern haben die Gülle in die Bohrlöcher gekippt, die haben den Zaun sabotiert, die haben also massiven Widerstand geleistet und im Grunde die Kosten für die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, natürlich zusammen mit den sozialen Bewegungen, die ja massiv auch in Wackersdorf demonstriert und agiert haben, so hochgetrieben, dass die Industrie letztlich gesagt hat, das wird uns zu teuer, wir machen doch keine Wiederaufbereitungsanlage in der Bundesrepublik, sondern wir gehen jetzt nach La Hague und reichern da unseren Atommüll an. Das heißt, selbst dieses größte Projekt der Atommafia, so möchte ich sie schon bezeichnen, ist letztlich gescheitert am massiven Widerstand großer Teile der Bevölkerung. Und selbst Menschen, wo wir sagen würden, okay, die stehen nicht unbedingt auf der gleichen Seite oder so, kann man, denke ich, auch überzeugen. Und es kann auch immer möglich sein, Menschen, die eine ganz andere reaktionäre Position haben, zu ändern. Da habe ich auch ein schönes anderes Beispiel, was ich noch kurz erwähnen möchte. Osman Murat Ülke ist ein Freund von mir, ein Kriegsdienstverweigerer aus der Türkei. Er ist hier in Deutschland aufgewachsen und die ersten 15 Lebensjahre und konnte auch gar kein Türkisch, als seine Eltern ihn zwangsweise in die Türkei geschickt haben. Und hat dann in der Türkei den Kriegsdienst verweigert, beziehungsweise er hat sogar seinen Wehrpass verbrannt, was in der Türkei absolutes Unding ist. Es gibt in der Türkei noch nicht mal ein Wort für Kriegsdienstverweigerung. Kriegsdienstverweigerer landen in der Türkei, kommen 3 Monate in den Knast und dann werden sie aufgefordert, ihren Kriegsdienst zu leisten. Wenn sie es dann immer noch nicht tun, kommen sie wieder 3 Monate in den Knast, theoretisch lebenslänglich. Bei Osman Murat Ülke, einem Graswurzelrevolutionären, gewaltfreier Anarchist, war es dann so, dass er insgesamt über 2 Jahre im Knast inhaftiert war, immer 3 Monate drin, dann wieder raus. Und er wurde direkt in eine Zelle gesteckt mit einem türkischen Faschisten, der wegen Mordes saß, also ein grauer Wolf, der bei einem Banküberfall eine Frau erschossen hatte. Und bevor Ossi in die Zelle gebracht wurde, wurde den anderen Gefangenen gesagt, ja, hier kommt gleich ein ganz gefährlicher Anarchist und Terrorist in eure Zelle, behandelt den schlecht. Also so wurde er sozusagen eingeführt von den Beamten. Das passierte dann natürlich auch. Die Mitgefangenen waren sehr feindselig. Auf der anderen Seite hatten sie aber auch ein bisschen Angst, weil Terrorist, Anarchist, das muss ja was ganz Gefährliches sein. Ossi ist ein ganz softer Typ, ein total lieber Mensch, muss man dazu sagen. Naja, und jedenfalls saß Ossi dann tatsächlich über 2 Jahre mit diesem Mehmet Bal, dem grauen Wolf und Faschisten, in einer Zelle. Und natürlich haben die sich dann haben die gar nicht mit ihm gesprochen und dann waren sie aber doch sehr beeindruckt, dass er immer wieder diese Traute hatte, sich zu verweigern und weiter in den Knast zu gehen und für sein Recht auf Kriegsdienstverweigerung einzutreten. Und haben dann natürlich mit ihm gestritten und das über 2 Jahre lang. Ossi hat ihm natürlich immer dann auch Material gegeben und hat im Grunde seine gewaltfreie anarchistische Ethik dort vermittelt. Und Mehmet Bal ist dann tatsächlich, also der graue Wolf, ist dann einige Jahre später entlassen worden. Also es gab eine Amnestie, wo er als Mörder drunter fiel und sollte dann seinen Kriegsdienst ableisten. Und dadurch, dass er praktisch über 2 Jahre sich die Zelle mit dem Ossi geteilt hat, sagte er dann plötzlich, nein, ich habe schon einen Menschen getötet, ich will nie wieder auf Menschen schießen, schon gar nicht auf Befehl, ich verweigere den Kriegsdienst. Also das, was sich der türkische Staat wahrscheinlich gedacht hat, ist genau nicht eingetreten, sondern genau das Gegenteil. Der Anarchist hat also
den Faschisten sozusagen, also ich in 2 Jahren umgedreht und zum Pazifisten gemacht. Eine doch ziemlich unglaubliche Geschichte. Du wolltest gerade was fragen, oder? Ja, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Wir haben ja heute sehr viele neue Gäste da. Dann will ich doch ganz kurz nochmal den Ablauf der Matinee schildern und dich auch bitten, sozusagen den Teil an der Stelle, vielleicht mit diesem doch sehr imponierenden Beispiel, zu cutten, was sozusagen die Rückschau betrifft. Und dass wir natürlich möglicherweise jetzt hier zu diesem Teil der Geschichte, die du uns erzählt hast, oder der Geschichten, Fragen stellen können und dann nachher doch nochmal auch gemeinsam Fragen kommen und Erörterungen, Statements kommen zum Thema, wie geht es denn nun weiter? Ist sozusagen diese von dir proklamierte Anarchie, die menschenwürdige Lebensform, wirklich denkbar oder bleibt es sozusagen eine akademische Diskussion, die ja auch sehr spannend sein kann? Also wie viel Zeit brauchen wir, um sozusagen einen Konsensanarchismus zu entwickeln, der die parlamentarische Demokratie ablöst. Aber wie gesagt, das ist jetzt mein Vorschlag. Du bist natürlich die Hauptperson heute. Alle anderen sind es auch, aber du entscheidest, wie wir weitergehen wollen. Nimmst du den Vorschlag so an? Ja, allerdings würde ich vielleicht doch kurz noch was erzählen. Gut. Ich glaube, es ist schon noch wichtig, zur Zeitung, zur Graswurzelrevolution generell was zu erzählen, weil sonst ja auch nicht so ganz klar ist, was ist das überhaupt. Ich glaube, die meisten, die heute hier sind, kennen die Zeitung nicht. Also die Graswurzelrevolution wurde 1972 in Augsburg gegründet. Ziel war es letztlich, dazu beizutragen, dass die anarchistische Bewegung gewaltfrei wird und die gewaltfreie Bewegung anarchistisch. Das war sozusagen ein Motto der ersten Gründungsredaktion. Und das Konzept der Zeitung ist im Grunde als Sprachrohr von sozialen Bewegungen, vor allen Dingen eben von gewaltfrei anarchistischen Bewegungen, aber nicht nur, eben auch Anti-Atom-Bewegung, antimilitaristische Bewegungen zu agieren. International organisiert ist die Zeitung in den War Resisters International. Das ist sozusagen globalisiertes antimilitaristisches Netzwerk, was es seit 1921 gibt. Das ist also von Kriegsgegnern und Kriegsdienstverweigerern nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden. Da sind etwa, ich glaube, 90 Organisationen in 45 Ländern aktiv. Eine ist halt die Graswurzelrevolution in Deutschland oder auch die Deutsche Friedensgesellschaft. Und dieses Netzwerk ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, wie eine basisdemokratische Globalisierung von unten stattfinden kann, weil diese Organisationen sind untereinander vernetzt. Es gibt also praktisch wirklich viele Informationen, die wir kriegen, und umgekehrt werden viele Sachen zum Beispiel aus der Graswurzelrevolution dann von anderen Organisationen ins Russische, Englische, Spanische, Französische übersetzt. Und von daher kann man sagen, ist das noch lang vor dem Zeitalter des Internets eine Form von internationaler, globaler Vernetzung von unten. Und in dem Sinne probieren wir ja auch die Zeitung zu machen. Das heißt, wir haben sehr viele internationale Berichte von Leuten, die aktiv sind in gewaltfrei anarchistischen Bewegungen außerhalb des Landes. Und organisiert ist die Zeitung so, dass es ist basisdemokratisch. Das heißt, wir treffen alle Entscheidungen im Konsensverfahren. Und das seit 1972. Wer sagt, das ist nicht möglich? Wer sagt, Basisdemokratie wäre nicht möglich, der wird durch diese Zeitung, denke ich mal, eines Besseren belehrt, weil in dem ganzen Projekt sind Leute aktiv zwischen 20 und 86, also 86 ist der Wolfgang Zuch, der ist jetzt leider gestorben, der hat schon im April 1965 die Vorläuferzeitung mitgegründet. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept, ist einmal natürlich der gegenseitige Umgang, also der Versuch, auch gewaltfrei zu kommunizieren untereinander, aber eben auch der Versuch, dass kein Mensch übergangen wird. Das ist vielleicht anders als bei Parteien, dass versucht wird, also diese kleine, relativ kleine Gruppe, das sind etwa 40 Leute bundesweit im Herausgeberinnenkreis aktiv, aber dass die alle praktisch mit jeder Entscheidung auch leben können. Und wenn sie es nicht können, natürlich auch jederzeit zum Beispiel ein Veto einlegen können gegen Artikel oder so oder sonst was, oder gegen eine Entscheidung. Und das funktioniert ja basisdemokratisch seit 1972. Und ich finde, das ist natürlich schon ein gutes Beispiel dafür, dass man sich anders organisieren kann, von unten und eben als Teil der sozialen Bewegung, aber eben auch in gewisser Weise als Sprachrohr sozialer Bewegung. Und das unterscheidet die Graswurzelrevolution sicherlich von Parteien, auch von den Piraten. Aber es ist natürlich auch so, dass die Graswurzelbewegung sehr viel
Impulse gesetzt hat. Auch ich denke mal, die Piraten werden ohne diese sozialen Bewegungen, die ja viele basisdemokratische Strukturen übernommen haben, so auch nicht denkbar. Und ich glaube, die Piraten, also die Form ist ja auch der Versuch, basisdemokratisch zu agieren. Nur das funktioniert natürlich nicht, wenn man darauf aus ist, Machtpositionen bzw. Parlamentssitze zu erreichen. Das ist meiner Meinung nach vertane Zeit. Man sollte lieber versuchen, in den sozialen Bewegungen von unten aktiv zu werden und dann gegen jegliches Übel zu agieren und natürlich auch versuchen, Alternativen aufzubauen. Also sprich soziale Wohnprojekte und ökologische Projekte und das sozusagen alles von unten. Also das sollte vielleicht doch nochmal gesagt werden. Ja, unbedingt. Das sollte ja auch nicht verhindert werden. Im Gegenteil. Also, ich lade ein, diejenigen, die eine Frage zu dem Vorgetragenen haben, oder vielleicht maximal zwei, oder eben die sozusagen den Blick nach vorn richten und gerade über dieses Thema, wie kann Basisdemokratie funktionieren oder nicht funktionieren, sind, ein Platz ist jetzt gerade besetzt von Alexander Spieß, den ich nun auch persönlich kenne. Alle, die nach vorne kommen, sagen bitte auch ihren Namen. Nicht für den VS, aber einfach hier unter uns zu wissen, wer spricht da und so weiter. Also, Alexander, das erste Wort. Ja, danke. Ich habe mich jetzt mal hingesetzt, weil ich mich direkt beziehen kann auf das, was du eben gesagt hast. Also wenn mich jemand fragt, wo er sich am sinnvollsten politisch engagieren kann, dann sage ich immer, also möglichst nicht in einer Partei, also mach lieber eine Initiative mit wenigen Leuten, wo das dann auch möglich ist, so mit Konsensverfahren zu arbeiten. Da hast du sicherlich schnellere und bessere Erfolge und lernst auch mehr über gesellschaftliche Strukturen. Also die Partei ist da schon sehr elaboriert, aber ich muss natürlich widersprechen. Also ich halte das Projekt der Piraten nicht für gescheitert, ja. Es ist eben meines Erachtens auch immer noch in einer Experimentierphase. Man muss da auch ganz klar unterscheiden. Die Partei ist keine soziale Bewegung. Eine Partei hat eben andere Aufgaben. Eben auch dann die Strukturen, die politischen Strukturen national, international, weltweit zu organisieren, die es dann eben auch möglich macht, für alle Menschen sich freiheitlich zu organisieren. Ja. Und bitte näher. Ach so, danke. Also deswegen wäre die Frage, also was wäre so die politische Organisationsform des Anarchismus? Ist für mich eben immer das Subsidiaritätsprinzip gewesen. Das hat eben auch den Grund, warum in Bayern also möglicherweise anarchistische Konzepte wesentlich beliebter sind, als man denkt. Weil dort eben auch sehr stark nach Subsidiaritätsprinzip gedacht wird. Das heißt natürlich, es ist ein beständiger Kampf um Kompetenzen. Es gibt natürlich Dinge, die kann man nicht in der kleinen Gruppe lösen, aber man sollte eben versuchen, aus der kleinen Gruppe heraus möglichst auch alles mitbestimmen zu können. Und hier eben war meine Frage auch, ja, wie du das siehst. Was Widerstand angeht, Widerstandsrecht gibt es natürlich immer. Also das ergibt sich für mich eben auch aus den Menschenrechten und aus der Notwendigkeit, Menschenrechte zu verteidigen. Frage ist, gegen wen richtet sich das? Also eine große Kritik am Parlamentarismus ist ja, dass das Parlament nicht mehr in der Lage ist, die Regierung zu kontrollieren, also seine Hauptaufgabe zu übernehmen. Also hauptsächlich richtet sich das Widerstandsprinzip ja gegen die Staatsgewalt, also gegen die Ausübung von Herrschaft. Also wie gesagt, zwei Plätze sind frei, aber ja. Die Antwort. Ja, also ich meine, ich will vielleicht kurz was nochmal zu den Parteien sagen, weil ich glaube, ich meine jetzt, wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Grünen anguckt, das war ja auch eine sehr interessante Partei am Anfang. Aber sobald sie an der Regierung war, also ich meine 1998, 99, als sie dann an die Regierung gekommen ist, hat sie im Grunde ihre Prinzipien, also 1998 hat sie noch gesagt, keine Auslandseinsätze der Bundeswehr, kaum war sie an der Regierung, klebten die
ehemaligen pazifistischen Mitglieder so sehr an der Macht, dass sie bereit waren, einen Angriffskrieg zu führen. Und den Jugoslawienkrieg 1999, das war ja der erste Angriffskrieg, an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt war, muss man ja sagen. Also direkt beteiligt war mit Bombern und auch direkt mit Mord sozusagen. Und das wäre unter einer CDU-Regierung vielleicht gar nicht möglich gewesen, weil Kohl hätte gesagt wahrscheinlich, ja okay, wir können aufgrund unserer deutschen Geschichte nicht an diesem Krieg teilnehmen. Wir können natürlich wieder Geld dazu steuern, wie wir das schon beim Irakkrieg 91 gemacht haben, aber wir können uns nicht direkt beteiligen. Während die rot-grüne Regierung, die ja aus den sozialen Bewegungen zum Teil hervorgegangen ist, die waren ja zum Teil aktiv in den sozialen Bewegungen, ihre Position innerhalb von wenigen Wochen um 180 Grad gedreht hat und plötzlich sagte, ja, wir müssen ein zweites Auschwitz verhindern, deshalb müssen wir Belgrad bombardieren und Jugoslawien bombardieren, sozusagen die Bundesrepublik Jugoslawien zerschlagen. Und ich denke, das ist natürlich auch eine Sache, die viel mit der Parteistruktur zu tun hat. Wenn man ihr erinnert euch, es gab ganz wenig Protest gegen diesen Krieg 1999, was damit zusammenhängt, dass die Leute gesagt haben, okay, ich habe ja die Grünen gewählt oder ich habe die SPD gewählt und jetzt kann ich ja schlecht gegen meine eigene Regierung demonstrieren. Und wenn die sagen, muss ein zweites Auschwitz verhindert werden, dann muss ich das ja unterstützen. Das ist ein großes Problem, dass die Leute diesen Parteiglauben haben. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch gesellschaftliche Widersprüche wahrnimmt. Zum Beispiel auch den Widerspruch, dass es tatsächlich, wenn man sich das CDU-regierte Niedersachsen anguckt, in dem die Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben verhindert werden konnte, durch eine massenhafte Protestbewegung von unten und das CSU-regierte Bayern, in dem auch die Wiederaufarbeitungsanlage verhindert werden konnte, auch durch eine massenhafte soziale Bewegung von unten. Wären die Grünen und die SPD in Niedersachsen damals an der Regierung gewesen oder in Bayern, da hätten wir wahrscheinlich das Gleiche wie jetzt in Stuttgart. Also dann hätten sie die Wiederaufarbeitungsanlage grün angemalt und basisdemokratisch, ökologisch, gewaltfrei, sozial draufgeschrieben, also das alte Grünen-Motto. Das wäre es aber trotzdem nicht gewesen. Also ich glaube, man sollte nicht zu sehr auf Parteien setzen, sondern wirklich auf der Straße aktiv werden, in den sozialen Bewegungen, in kleinen Aktionsgruppen. Und auch wenn das machtpolitisch natürlich für einen nichts bringt, es bringt viel mehr an sozialer Gerechtigkeit und an sozialer Veränderung in positiver Hinsicht, anstatt sich in den Parlamenten sozusagen dumm und dämlich zu verdienen. Das ist natürlich auch ein Punkt, der dahinter steckt. Also ich glaube, Leute, die im Parlament sitzen, also im Bundestag, das ist ja eine Art Raumschiff, da findet ein Realitätsverlust statt. Da ist dann natürlich auch die Situation so, dass wenn man dann Grüner 1999 war und im Parlament saß, dann wollte man natürlich sein Pöstchen, seine Machtposition, die man gerade erreicht hat, auch behalten. Und das wäre ja bei den Piraten, wenn die Piraten über 5% kämen, ehrlich gesagt, sobald sie an der Regierung beteiligt wären, auch nicht anders. Also solange eine Partei in der Opposition ist oder so, wie die Linkspartei oder so, kann sie nicht so viel Schaden anrichten. Aber sobald sie an der Regierung beteiligt ist, ist es ein Desaster. Das haben wir halt bei den Grünen gesehen und es schwächt auch unglaubliche sozialen Bewegungen. Also 99, wie gesagt, warum waren da so wenig Leute auf der Straße? Weil sie eben SPD und Grün gewählt haben und gedacht haben, ich kann nicht gegen meine Regierung demonstrieren. Danke. Michael Ickes aus der BVV Tempelhof-Schöneberg. Vielen Dank für den historischen Abriss des Anarchismus. Sehr interessant und sehr wichtig, das sicher wieder immer zu wieder in Erinnerung zu rufen. Du hast jetzt doch gerade sehr gegen den Parlamentarismus und den parlamentarischen Weg gewettert in deiner letzten Ansprache davor, fand ich doch interessant, dass du den Bogen geschlagen hattest zu den Piraten, als du gesagt hast, also diese gewaltfreie Organisation und konsensorientierte Form der Organisation, die ihr in der Graswurzelrevolution praktiziert, kann nicht oder kann schlechter von, du hast schlechter gesagt hier im Konjunktiv, von Parteien ausgeführt werden und auch nicht von den Piraten.
Warum stehen die Piraten in deiner Meinung nach besser da als andere Parteien? Also ist das Parteiensein und das Teilsein des parlamentarischen Systems nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium? Nein, also wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass man sich in Parteien organisieren sollte, auch nicht über den Piraten, aber ich sehe natürlich, dass bei den Piraten viele Elemente aus den sozialen Bewegungen, also auch der Versuch von basisdemokratischer Organisierung und so weiter, mit eingeflossen sind. Das finde ich gut. Wo ich aber eben auch, also glaube ich, relativ realistisch bin, auch als Anarchist, auch aus meiner eigenen persönlichen historischen Erfahrung, ist halt der Punkt, dass ich glaube, wenn die Partei tatsächlich in Anführungsstrichen Relevanz bekommt, dass sie also praktisch in dem Parlament mit über 5% sitzt, dann würde sie, sobald sie Teil dieses Establishments wird... Sie sitzt mit über 5%. Ja gut, in einigen Länderparlamenten, in Berlin glaube ich, aber in Münster sitzt sie auch im Rat, aber es ist... Ich glaube, aber in Münster zum Beispiel zerfleischen die sich gegenseitig. Also das ist irgendwie nicht unbedingt so ein gutes Beispiel dafür für eine Organisierung. Und ich glaube, dass man, ja, anstatt in den Parlamenten sich breit zu machen, sollte man lieber auf der Straße versuchen, massenhaften, gewaltfreien Widerstand von unten zu organisieren. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Piraten unbedingt, also sie sind, sagen wir mal so, sie sind jetzt nicht so jetzt in meinem persönlichen Denken. Also die Grünen sind für mich komplett verbrannt aufgrund auch dieser historischen Erfahrung. Ich sehe sie auch mittlerweile eben auch natürlich in anderen Bereichen als eher sehr kontraproduktiv. Bei den Piraten ist es eher so, dass man sie ja kaum wahrnimmt. Also eine 2%-Partei wird überregional natürlich eher als Splittergruppe gesehen und nicht als relevante Kraft. In Anführungsstrichen. Natürlich, ab und zu tauchen sie mit Fahnen auch auf Demonstrationen auf. Und ich schätze auch Piraten, ich schätze aber auch Leute, ich kenne in allen Parteien Leute, die ich auch persönlich schätze. Selbst in der CDU gibt es nette Leute. Das ist ja nicht an das Parteibuch gebunden, wie jemand drauf ist. Es gibt in jeder Partei üble Machtpolitiker, es gibt aber auch in jeder Partei Leute, wo man sagen kann, mit denen kann man reden. Die können den, ja, vielleicht können die ihre Meinung ja auch noch ändern oder vielleicht auch nicht, aber man kann miteinander reden, das ist ja das Entscheidende. Und da sehe ich natürlich bei den Piraten von der ursprünglichen Idee her, haben sie ja wichtige Impulse gesetzt. Also, aber als Partei, denke ich, werden sie keine Relevanz mehr bekommen. Das ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung. Wir wollen nicht nur über die Piraten reden, weil das Dilemma noch woanders liegt, aus meiner Sicht. Wenn du sagen könntest, dass die Parteien soziale Bewegungen verhindern, dann würde ich an der Stelle mit dir gehen. Wenn du sagen könntest, das positive Erlebnis der Graswurzelrevolution, der Arbeit für die Graswurzelrevolution, kann man übertragen auf größere Organisationen, dann würde ich mit dir gehen, aber weil ich an beiden Stellen nicht mit dir gehen kann, ist das eine Beschreibung eines Dilemmas. Wie kommen wir dazu, dass die Zivilgesellschaft, die jetzt gerade gefragter wäre als jemals zuvor, sie war gefragt bei der Frage der weiteren Energieerzeugung, Atomkraft ja oder nein, und sie ist jetzt gefragt beim Wiederaufkommen des Rassismus. Und wir sehen nicht, dass sie im Moment stark agiert, im Gegenteil. 9% erreicht die AfD und was ist die Folge? Die anderen Parteien machen die Politik der AfD. Das ist doch eine Katastrophe. Also, ne, ich stelle mir diese herrschaftsfreie Gesellschaft wirklich als paradiesische Situation vor, die ich auch nie in dem Sinne als Utopie verwerfen will. Aber wir hier alle müssen mit der Jetztzeit umgehen und für mich ist sozusagen ein wirkliches Debakel in dem sich kaputt machen der Piratenpartei zu sehen, wo ich glaubte, sie haben es so angelegt, dass die außerparlamentarische Bewegung und die Neubildung einer neuen Partei, die es anders machen wollte als die anderen Partei, möglich sein sollte. Ich habe es auch noch nicht aufgegeben. Für solche historischen Umwälzungen brauchen wir lange, lange, lange Zeit. Aber ich würde eben nie die These aufstellen,
unter dem Vorzeichen der Verfasstheit einer parlamentarischen Demokratie muss man sich für beide Wege entscheiden. Man hat einen politischen Arm in den Parlamenten und man hat eine sehr starke soziale Bewegung. Nur die muss sich natürlich selber auch aufbauen. Und da kranken wir dran, dass wir offenbar zu wenig Menschen haben, die sich auf Politik und auf die Kontinuität von Politik einlassen wollen. Es ist ganz schnell, Emotionen zu erzeugen, Empörung zu erzeugen. Ne? Aber die geht meistens aus dann, wenn die Scheinwerfer abgeschaltet sind, wenn man dann eigentlich weiterarbeiten müsste, eine defizitäre Situation zu verbessern. Und da hoffe ich von dir, mutmachende Anregungen zu bekommen und nicht zu sagen, ja, es ist so, Parteien sind sozusagen schuld an allem Übel. So ist es, glaube ich, nicht. Nein, ich sehe das ja immer aus der Perspektive der sozialen Bewegung. Und ich sehe zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal Angela Merkel anguckt, ne, die Kanzlerin, da gibt es natürlich auch den Punkt, dass sie eine reine Machtpolitikerin ist. Ihr Ziel ist es, an der Macht zu bleiben, und also Kanzlerin zu bleiben. Das war immer ihr primäres Ziel von ihrer Politik. Und das hat natürlich, sagen wir mal so, für soziale Bewegungen auch Möglichkeiten gegeben. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, dass was nach Fukushima passiert ist, dass massenhaft Demonstrationen stattfanden, ne, also für den sofortigen Atomausstieg, das hat sie ja praktisch auch zum Umschwenken gebracht, weil sie gemerkt hat, 70% der Bevölkerung wollen jetzt hier tatsächlich einen Ausstieg, also machen wir das jetzt tatsächlich. Wenn damals eine rot-grüne Regierung an der Macht gibt, oder rot-grün und Piraten, nehmen wir das Beispiel mal, die drei Parteien, wenn die an der Regierung gewesen wären, was wäre dann passiert? Dann hätten die gesagt, ja, wir haben doch schon den Atomausstieg beschlossen. Und ich denke, man kann einer, sagen wir mal, konservativen Regierung als soziale Bewegung tatsächlich mehr abtrotzen. Das haben wir ja auch an dem Beispiel, ne, also Wackersdorf und Gorleben gesehen, als einer rot-grünen Regierung. Weil bei einer rot-grünen Regierung die sozialen Bewegungen einfach schlafen oder große Teile der sozialen Bewegung schlafen, weil sie sagen, ja, wir haben ja jetzt unsere Vertreter der sozialen Bewegung, eben die Grünen oder die Piraten oder die Linkspartei im Parlament, dann brauchen wir nichts mehr machen, dann können wir uns auf unseren Hintern setzen und lassen die Regierenden oder die Politiker halt agieren. Und das ist halt ein Riesentrugschluss. Also das ist einfach auch ein Verkennen der Realität, und ich finde es gut, wenn sich Parteien in sozialen Bewegungen auch engagieren, aber sie sollten nicht versuchen, sie zu okkupieren. Aber ich denke, also die Kraft, die am meisten verändern kann in der Gesellschaft, sind die sozialen Bewegungen. Ich glaube auch zum Beispiel, der Schwenk der Kanzlerin jetzt zu sagen, dass die Flüchtlinge aufgenommen werden, das ist ja auch eine Folge von den massenhaften solidarischen Aktionen, die ganz normale Menschen geleistet haben, die Flüchtlinge freundlich empfangen haben. Und ich denke, genau da haben wir natürlich, da ist der große soziale Konflikt gerade, dass wir auf der einen Seite einen großen rassistischen Teil in der Bevölkerung haben, der ja über 600 Anschläge auf Flüchtlinge jetzt dieses Jahr schon gemacht hat, also eine unglaubliche Zahl an Brandanschlägen und Mordversuchen in gewisser Weise. Und auf der anderen Seite aber eben auch eine erfreulich gewachsene soziale Zivilgesellschaft. Wenn ich mir das angucke, wie war das denn 1992 nach der Wende? Da stand an jeder Litfaßsäule Asylanten, wie viel kommen noch? Also diese Bild-Zeitungs-Hetzkampagne. Und diese Hetzkampagne hat auch zu Brandanschlägen geführt. Und die Regierung, was hat sie gemacht? Die CDU-Regierung hat natürlich das Asylrecht so stark eingeschränkt, dass es schon kaum noch vorhanden war. Ich meine, das passiert jetzt auch. Aber wir haben jetzt eine viel größere, erfreulicherweise viel größere Zivilgesellschaft, die auch bereit ist, mit dem Gesicht die Leute zu unterstützen, die Leute am Bahnhof empfängt, die Flüchtlinge unterstützt und massiv auch ehrenamtliche Arbeit leistet. Und das ist eine doch sehr erfreuliche Entwicklung. Ich sehe natürlich schon, da gibt es eine duale Entwicklung. Auf der einen Seite diese Rassisten, die auch weiterhin im Vormarsch sind, Pegida und so weiter. Das ist ja eine absolut erschreckende Entwicklung. Auf der anderen Seite aber auch viele Menschen, die gemerkt haben, der Mensch ist Mensch und es ist mir völlig egal, welche Nationalität er hat. Er hat das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, da steht nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Und das ist
auch etwas absolut Positives. Und da denke ich, da müsste natürlich die Piratenpartei, wenn sie was macht, auch in der Richtung arbeiten und so weiter und sich als Teil dieser sozialen Bewegung, antifaschistischen, antirassistischen Bewegung definieren und verstehen. Und da, also da sehe ich meinen Schwerpunkt. Die Piraten sehen sicherlich nicht unbedingt ihren Schwerpunkt da. Ja, Martin Haase. Ich habe eigentlich noch gar nichts vom Internet gehört hier. Jetzt weiß ich natürlich auch, das Internet ist natürlich ursprünglich mal mit Militärmitteln und auch mit einem militärischen Paradigma aufgebaut worden. Aber es gibt ja nun da auch noch ganz andere Tendenzen und gerade auch die Vehemenz, mit der bestimmte Institutionen das Internet nun unbedingt überwachen und kontrollieren wollen, zeigt ja, dass es offensichtlich auch als Gefahr empfunden wird, was da so geschieht. Von daher also meine Frage so ein bisschen nach dem Aspekt des Cyber-Anarchismus. Also ich denke da an so Sachen wie diese Freiheitserklärung von Barlow, also das Internet als zu schützender Raum für freie Kommunikation und ähnliche Ansätze. Welche Rolle spielt das denn? Oder ist da möglicherweise auch die Möglichkeit, dass auf der Ebene dann vielleicht auch sich etwas verändert oder tatsächlich eine Chance besteht, anders zu eine andere Gesellschaft zu schaffen, die nicht so stark hierarchisch ist oder eben top-down funktioniert? Ja, ich sehe das Internet natürlich zwiespältig. Auf der einen Seite natürlich diese Überwachungsstruktur, dass es als massiv zur Überwachung benutzt wird von den Geheimdiensten und zwar nicht nur von dem NSA, sondern natürlich auch von den deutschen Geheimdiensten. Auf der anderen Seite, wie ihr das sicherlich alle auch so seht, ist es natürlich eine unglaubliche Erleichterung, sich zu vernetzen. Es ist eine unglaubliche Erleichterung, auch Massendemonstrationen kurzfristig zu organisieren und Flashmobs und diverse fantasievolle Aktionen. In Münster zum Beispiel, also ich komme ja ursprünglich aus Münster, ich wohne in Münster, da sollte auch eine Pegida, hatte sich bei Facebook gegründet, also Müngida haben die sich genannt, Münster gegen blablabla, ne, also praktisch so ein Ableger von Dresden. Was ist passiert? Ein junger, 22-jähriger Student hat eine Anti-Müngida-Seite ins Leben gerufen, wo dann innerhalb von wenigen Wochen 20.000 Likes oder so waren. Und der hat dann seine erste Demonstration in seinem Leben organisiert und praktisch über Facebook da aufgerufen zur Demonstration gegen Müngida in Münster. Und erstaunlicherweise in dieser kleinen 300.000 Einwohnerstadt sind dann tatsächlich am 30. Januar 15.000 Leute auf die Straße gegangen gegen Müngida. Und Müngida konnte dann de facto nicht stattfinden. Das heißt, die haben das dann eingestellt und 3 Wochen später gab es dann nochmal 2 Demonstrationen. Da hat die offizielle Antifa auch nochmal aufgerufen. Gab es auch nochmal über 10.000 Leute. Was natürlich absolut erstaunlich ist. Also dieser junge Student war ja nicht großartig in irgendwelchen sozialen Strukturen, sondern hat einfach so eine Anti-Müngida-Seite gemacht und darüber diese große Demonstration auf die Beine gestellt. Und ich muss schon sagen, das wäre natürlich vor dem Internetzeitalter undenkbar gewesen, so schnell, so effektiv, so viele Leute auf die Straße zu kriegen. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance, dass man über das Internet einmal ein Stück weit Gegenöffentlichkeit schaffen will und das versucht und auf der anderen Seite eben direkte Aktionen und Protestaktionen über das Internet organisieren kann. Das ist natürlich die große Chance, die das Internet uns bietet. Zur freien Kommunikation, denke ich, ist es zwiespältig. Also ich sehe das als Wissenschaftler. Ich habe mich ja, wie gesagt, mit anarchistischer Presse beschäftigt. In dem Zeitraum 1985 bis 1995, in dem ich mich hauptsächlich auf die Zeitungen konzentriert habe in Deutschland, gab es über 500 verschiedene anarchistische Periodika, ganz kleine Fanzines und so weiter. Das ist natürlich heute weitgehend verschwunden durch das Internet, weil die Leute sich ins Internet zurückziehen und sagen, ich mache jetzt meinen Blog oder ich mache das und das. Aber es gibt nicht mehr diese Medienvielfalt, die es halt vor dem Internetzeitalter gab. Und das ist etwas, was ich so einmal als Zeitungsmacher, aber eben auch als Freund von vielen kleinen Oppositionsmedien oder so doch schade finde, weil ich immer noch denke, auch so eine ganz kleine Publikation, also die beste Kommunikation ist immer noch die von Angesicht zu Angesicht und auch viele ganz kleine Publikationen haben einen charmanten Inhalt und bringen neue Ideen zustande, die es jetzt natürlich nur noch im Internet gibt. Das ist von daher auch eine traurige Entwicklung.
die ich aber nur so als, aus meiner persönlichen Perspektive sehe. Naja, auch da muss man natürlich sagen, die elektronische Kommunikation und die Face-to-Face-Kommunikation müssen ja sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern können sich gegenseitig befördern. Man muss, und das wäre dann so die Frage zu diesem Beispiel des Studenten, darüber nachdenken, wie gesagt, was passiert dann? Ne? Ist das einmalig? Der Erfolg ist wunderbar, aber wenn es sich nicht verstetigt, wenn daraus sozusagen nichts weiteres erfolgen würde, dann hat das natürlich auch keine nachhaltige Wirkung. Dann kann man sich für das einmalige Ergebnis auch freuen und leider war es nicht mehr. Also insofern muss man sozusagen die Konkurrenz, das ist meine Aussage, Internet aushalten und nur natürlich versuchen, andere Formate zu entwickeln, die das dann, was natürlich notwendig ist, die Menschen müssen zusammenkommen, sie müssen sich verabreden auf ein bestimmtes Ziel hin und so weiter. Das ist dann nochmal eine andere Kommunikation und die schafft dann Vertrauen, sich gegenseitig zu vertrauen, um auch gegenseitig Dinge zu machen, die mitunter auch ja, ein Risiko bedeuten können. Ja, hallo, ich bin auch Piratin, Basispiratin. Und es wird uns ja immer suggeriert, es gäbe die Demokratie, aber in Wirklichkeit gibt es ja nur verschiedene, viele Spielarten der Demokratie. Eigentlich müsste man darüber ja sprechen, es wird ja immer so plakativ, hier, Diktatur, Demokratie, müsste man ja erstmal sprechen, was meint man genau? Also es ist nur eine Vorbemerkung. Ich war mal bei einer Veranstaltung, da wurde der Erfolg der Piraten analysiert und da war so eine ganz komische, kann mich nicht mehr erinnern, krude These, warum die Piraten so erfolgreich waren, war am Anfang. Und da sagte ein Historiker, der diese Veranstaltung immer ins Leben gerufen hat, das ist so eine Reihe von der Humboldt-Uni, in der Französischen Revolution haben sich die damals unterlegenen Herrschenden der Adel und das Großbürgertum gedacht, was machen wir denn, um das Volk von der Macht fernzuhalten? Und da haben sie die parlamentarische Demokratie eingeführt. Also nur mal so vielleicht als Überlegungswert. Hatte ich vorher noch nie gehört, möchte ich mal so hier in den Raum stellen. Und dann wundert es mich immer, und das empfinde ich als Zersplitterung, wie würden Sie diese ganzen Begriffe, Basisdemokratie, direkte Demokratie, Graswurzelbewegung, Attack, Anarchie, Schwarmintelligenz bei den Piraten. Also ich bin mal in der DDR aufgewachsen eine Weile und da haben wir immer gelernt, dass die Linke oder die progressiven Kräfte sich immer zersplittern. Und hier empfinde ich das eigentlich auch so. Wie kann ich denn das alles unter einen Hut bringen? Oder wie bestehen denn diese Sachen zueinander? Kann man sich da nicht auf eine Sache, die bürgerlichen Menschen sagen ja immer Demokratie, 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 es ist so ein Mantra, ne? Kann man sich da nicht auf irgendwas einigen? Und dann hatten wir in der DDR ja auch immer so viel Politunterricht und das Buch von Lenin, Staat und Revolution, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, also ja, und das war ja unser. Das steht drin, also der Staat schafft sich ab. Und der Lenin hat eigentlich durchaus für eine Anarchie plädiert. Also muss ich mal so sagen, dass es von unten kommt, ne? Und nicht. Und dann hat er auch noch propagiert, was ja auch sehr wichtig ist, Wissen ist Macht, ne? Also wir wissen ja, wir sagen heute Informationsgesellschaft. Und ich wundere mich oft, bin ja im Internet unterwegs, wie viel man eben nicht weiß und was man da alles für Anregungen kriegt. Und dann komme ich gerade aufs Internet, diese Internetpetition, die finde ich sehr hilfreich, ne? Also dass sich da viele Leute für ein Thema auch auf europäischer Ebene zusammentun können da was unterstützen können. Und es hat ja auch schon jedenfalls auf kleinerer Ebene Auswirkungen gehabt, ne? Also war erstmal das. Noch eine Frage, die war schon angesprochen. Wenn Parteien ins Parlament kommen, ne, warum werden die dann sozusagen korrumpiert und dann hören sie gar nicht mehr auf ihre Basis? Und ich sehe das eigentlich auch als Gefahr bei den Piraten.
Ja, also ich glaube, dass man könnte es auch ganz einfach, vielleicht ein bisschen platt sagen, macht blöd, aber nicht nur, sondern es geht natürlich auch letztlich darum, dass im Parlament, es geht natürlich auch um Machterhalt oder auch um das Kleben an diesem Mandat. Man möchte, also man sitzt dann plötzlich in diesem Raumschiff Bundestag und ist dann so eine Art, denkt man, ist was Besseres als die normalen Menschen. Ja, das ist, glaube ich, das ist eine ganz normale Entwicklung, weil ich glaube auch selbst so Leute wie, also die als Pazifisten bei den Grünen irgendwie in den Bundestag gezogen sind, sobald sie dann in diesem Parlament waren, haben sie sich erstmal als was viel Besseres, als was Wertvolleres als uns, also die wir jetzt hier auf der gerade sitzen oder so, empfunden. Und das ist aber auch ein Automatismus. Ich glaube, dass sie sich als Elite sehen, die das Recht hat, über andere zu bestimmen. Als Anarchist sage ich, keiner hat das Recht, über mich zu bestimmen, aber ich möchte auch über keinen anderen bestimmen. Und ich möchte auch nicht, dass überhaupt jemand über andere bestimmt, sondern dass die Menschen selbstbestimmt agieren. Bei Lenin, Staat und Revolution, da sagt er ja zum Beispiel auch, solange es einen Staat gibt, gibt es keine Freiheit. Wenn es Freiheit geben wird, wird es keinen Staat geben. Das ist also ein Lenin-Zitat, abgewandelt von Bakunin übrigens. Das hat er natürlich von Bakunin. Überhaupt haben die sich ja ziemlich bei Bakunin und bei Kropotkin bedient. Aber das ist noch ein anderes Thema. Aber natürlich ist das, was er damit meinte, was ganz anderes. Also er, das ist wie ihn, ist das irgendwann in einer utopischen Zukunft, was natürlich auch absurd ist. Weil eine Diktatur, die Lenin ja de facto auch installiert hat, also Lenin, das Übel ist ja nicht mit Stalin angefangen in der Sowjetunion, sondern Lenin, also das ganze Konzept war ein autoritäres Konzept einer Diktatur und die natürlich logischerweise zur Diktatur der Partei führt und von Parteibonzen, die letztlich das Sagen haben und Staatskapitalismus im Grunde. Natürlich gab es Kollektive und so weiter, aber das System war ein staatskapitalistisches System, dem ja auch Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind und es hatte mit dem, was jetzt Bakunin unter diesem Satz, also dieser Satz ist ja im Grunde, wenn man das hört, ja klar, das ist richtig, aber die Frage ist ja, wie kommen wir dahin? Und Lenin war der Meinung, eben durch diese Diktatur des Proletariats oder der Diktatur der Partei de facto. Und Bakunin oder die Anarchisten sagen halt, nee, eine Diktatur, egal was für eine Diktatur, kann nicht zur Freiheit führen, führt immer nur zur Ausbeutung, Sklaverei, Not und Elend. Und deshalb streben wir eine Gesellschaft an, die von unten nach oben organisiert ist und nicht von oben nach unten, die dann eben im Grunde eine Graswurzelrevolution erzeugt. Also eine Revolution, die gewaltfrei von unten wächst und die Gesellschaft von unten verändert. Das ist ja das Ziel unserer Zeitung zum Beispiel oder eben auch des Anarchismus. Ja, gut, an der Stelle eben kurz zwei Anmerkungen. Also im Parlament hat man keine Macht oder sehr wenig Macht, weil die einzige Aufgabe des Parlaments, jedenfalls bei unserer Konfiguration des Parlamentarismus, wäre ja, die Macht zu kontrollieren. Und insofern kann man korrumpiert werden, wenn man eben sich hinsetzt und sagt, es ist ja schön, ich bin jetzt Abgeordneter. Im Übrigen, dieses Besserfühlen wird ja von allen anderen erzeugt, ist ein soziales Phänomen, nicht? Weil in dem Moment, wo du eben Abgeordneter bist, gucken dich die Leute ganz anders an. Ja? Du musst darauf jetzt nicht unbedingt reagieren. Also für mich ist das zum Beispiel diese Form des Mandats eben nichts wirklich Erstrebenswertes oder etwas, was ich mag. Nur, du hast die Aufgabe dann im Parlament, die Macht zu kontrollieren und musst eben alle Möglichkeiten nutzen, das zu tun. Dazu deswegen vice versa, brauchst du die Graswurzelbewegung. Also es ist nicht so, und was vollkommen richtig gesagt, es ist nicht die Aufgabe der Partei oder der Parlamentarier, solche Bewegungen zu organisieren. Das hatten wir, also die CDU hat das wunderbar gemacht, dass sie so Bürgerbewegungen organisiert hat, mal um ihre Ziele außerparlamentarisch durchzusetzen. Das ist natürlich verwerflich. Ja? Aber du musst eben an die Leute, an die Gesellschaft immer appellieren, wenn ihr wollt, dass das passiert, dann werdet aktiv, ja? Dann engagiert euch. Und in dem Moment stärkt ihr möglicherweise auch einen Parlamentarier, stärkt ihr eine Gruppe im Parlament, die eben vehement versucht, eben sich dort gegenüber der Macht, also gegenüber der Regierung durchzusetzen. Naja, zu 80% stimme ich dir, Alexander, zu. Trotzdem ist es so, dass du ja eine ähnliche Situation hast wie wir kommen doch heute immer wieder auf die Piraten zurück, die da heißt, wird die politische Arbeit bezahlt oder ist sie ehrenamtlich?
Der Abgeordnete wird für seine politische Arbeit bezahlt. Und insofern können die Bürger auch verlangen, dass er die Macht kontrolliert. Aber das passiert nicht. Und das ist das Dilemma. Und weil dieses nicht passiert, motiviert es auch nicht gerade sehr stark die anderen, die da sozusagen ihrem Beruf nachgehen, ihrer anderen lebenserhaltenden Dingen nachgehen, jetzt das zu tun, was eigentlich mit den Steuergeldern schon bezahlt wird. Das ist doch die schwierige Situation, dass wir eben erleben, dass, und so beschreiben das ja auch Abgeordnete der Piraten, dieses Provinzparlament Berlin funktioniert nicht, weil die Abgeordneten, er beschimpft auch noch die eigenen mit, sich sozusagen aufs Sofa lehnen. Das ist eine schlechte Voraussetzung, um von den Bürgern zu verlangen, ihr müsst politischer agieren. Johannes Fehr, in keiner Partei organisiert. Ich habe zwei kurze Fragen, und zwar nochmal so ein bisschen zum Titel zurückzukommen. Einmal Anarchie ist auch bei mir so ein bisschen negativ behafteter Begriff. Sollte man es da nicht anders nennen vielleicht? Und gelebte Utopie, wie lebst du diese Utopie? Ja, gelebte Utopie heißt natürlich, dass man versucht, diese egalitären Strukturen so weit wie möglich auch im Alltag zu leben. Also bei mir sieht das so aus, dass ich lebe in einem alternativen Wohnprojekt, das haben wir durchgesetzt, das war also jahrelang abrissbedroht und mit 60 Leuten. Das ist schon, ich meine, das bin ich gewisserweise privilegiert, aber ich habe es halt auch mit durchgesetzt und das ist mitten in der Altstadt von Münster, ein ganz nettes ökologisches Wohnprojekt mit eigener Stromversorgung, Blockheizkraftwerk im Keller und so weiter und Regenwasserrückhalteanlage. Und ich versuche natürlich weitgehend auch diese anarchistischen Ideen umzusetzen. Das heißt, wir versuchen natürlich basisdemokratisch auch in unserem Wohnprojekt zu arbeiten. Wir versuchen eigentlich alle möglichen Sachen, auch lokalpolitisch aktiv zu werden. Also in Münster haben wir zum Beispiel die Paul-Wurf-Skulptur initiiert und eine Straßenumbenennung mit erreicht und so. Also es sind schon verschiedene politische Aktionen, die man auch durchaus, die man vielleicht auch als Politiker machen könnte. Aber wir machen sie nicht als Politiker, sondern wir machen sie eben als ganz normale Menschen. Und auch nicht in dem Sinne, dass wir uns als Elite oder so betrachten, sondern wir betrachten uns als Menschen, oft wie jeder andere auch. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied zu Parteien. Zumindest zu Parteifunktionären. Ich sage ja nicht, dass in jeder Partei gibt es auch nette Leute, aber es ist auch so, dass sobald jemand Funktionär in einer Partei ist, sich sein Charakter natürlich entsprechend negativ entwickeln kann. Also ich glaube auch nicht, dass jeder, der jetzt im Parlament sitzt, unbedingt zum Verbrecher wird, aber sobald diese Partei in solche Machtstrukturen eingebunden ist und er dann zum Beispiel, also ich saß zum Beispiel mal auf einer Podiumsdiskussion mit SPD und Grünen Bundestagsabgeordneten und da ging es um den Afghanistan-Krieg und dann hat dieser SPD-Politiker gesagt, ja, es wäre für ihn ganz schwer gewesen, da diesem Krieg hier zuzustimmen und so. Dann habe ich gesagt, ja, du hast ihm aber zugestimmt, das heißt, du bist natürlich Teil dieser Machtstruktur, du hast ohne dich, ohne deine Partei, ohne dich wird es diesen Krieg jetzt so nicht geben, das heißt, beziehungsweise würde die Bundesrepublik sich nicht an diesem Angriffskrieg beteiligen und das ist natürlich der Punkt, also natürlich, die Bomben, die jetzt auf die Menschen in Afghanistan geworfen werden, die hast du mitverschuldet und mit zu verantworten und diese Frage muss sich natürlich jeder Parteipolitiker, der in den Bundestag einzieht, stellen, weil ich glaube nicht, dass das bei den Piraten groß anders ist als bei den Grünen, die sich auch früher immer als Sprachrohr der sozialen Bewegungen selbst definiert haben. Das ist ja nicht groß anders. Also nur, dass die Piraten noch nicht die Gelegenheit hatten, ihre Prinzipien so weit über Bord zu werfen wie die Grünen, weil sie eben noch nicht an der Regierung beteiligt waren und das wahrscheinlich auch nie werden, also wenn man das realistisch betrachtet. Die Anarchie, der Begriff Anarchie heißt ja eben, also ohne Herrschaft, ich finde der Begriff selber, der beschreibt schon auch meine Utopie. Also ich möchte herrschaftsfrei leben, ich möchte nicht über andere herrschen und will nicht, dass andere über mich herrschen. Und ich will, dass alle Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen leben können und dass die gegenseitige Hilfe das oberste Prinzip ist und nicht Konkurrenzkampf und Herrschaft von oben nach unten. Das ist ja mein Ziel. Und ich versuche, das auch, soweit es geht, im Alltag zu leben. Habe natürlich gewisse Privilegien, weil ich kann halbwegs von meiner politischen Arbeit leben. Ich mache die Zeitung als hauptamtlicher Redakteur und
verdienen wir durch Vorträge oder verdiene ich auch noch ein bisschen Geld und durch Bücher, die ich schreibe und so weiter. Das ist prekär, aber es geht schon auch ohne, dass man seine Seele verkaufen muss oder so. Es geht schon auch als Bewegungsarbeiter in Anführungsstrichen, dass man da die Gesellschaft verändern kann, aber eben gleichzeitig auch weiter gut leben kann. Also darum geht es ja auch. Also ich will natürlich auch versuchen, also ich meine, die Idee der Anarchie, die ist natürlich, also genau genommen ist es eine kleine Minderheit in Deutschland sowieso. Also es gibt keine Massenbewegung momentan, aber wir versuchen natürlich auch, Strukturen zu schaffen, indem man als Anarchist unter menschenwürdigen Bedingungen alt werden kann. Das sind solche Wohnprojekte oder Netzwerke und so weiter, die eigentlich oft erstaunlich gut funktionieren. Also ich wohne seit 25 Jahren in diesem Wohnprojekt. Bei der Zeitung bin ich jetzt seit 17 Jahren als Hauptamtlicher und ich muss sagen, ich möchte nicht anders leben. Also das ist schon ein anderes Leben, als wenn du jetzt im Hochhaus wohnst, keiner kennt keinen und im Fahrstuhl ist jeder lieber allein. Also ich meine, natürlich gibt es immer Streitereien in solchen Wohnprojekten auch mit 60 Leuten. Das bleibt nicht aus. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Stück weit gelebte Utopie, weil es eine basisdemokratische Organisierung ist und der Verein ist selbstverwaltet und wir müssen eigentlich alles selber regeln und so weiter. Aber das ist schon, also ich möchte nicht anders leben und das ist schon ein Stück weit gelebte Utopie, ja. Also auch privat in dem Sinne. Also zu dem Wunsch, einen nicht belasteten Begriff statt den Begriff des Anarchismus, der Anarchie zu finden, dem kann ich eigentlich gar nicht folgen. Eben aus dem Grund, dass dieser Begriff ja verbindet die Vorstellung anzustreben, eine herrschaftsfreie, gewaltfreie Gesellschaft. Also im Grunde genommen ist dieser Begriff positiv belegt. Weil er aber diese Sprengkraft hat, ist er von all denjenigen, die Herrschaft erreichen wollen über das Volk, seien es die Nazis, seien es dogmatische Kommunisten, natürlich von Anfang an der Zersetzung ausgesetzt gewesen und belastet worden und diffamiert worden. Aber weil das so ist, weil er positiv belegt ist, sollte man ihn auf keinen Fall aufgeben. Es wird offenbar lange dauern. Und ich finde, wenn wir beide uns jetzt hier verständigen könnten, dass die sozial orientierten Bewegungen, auch wenn sie dann mal in eine Partei hineinmünden, sich gegenseitig zwischen den Anarchisten, die eben ohne Parlament agieren wollen, als soziale Bewegung, und denen, die sozusagen einen Doppelweg gehen, wir sollten uns respektieren, dann wären wir schon einen Schritt weiter, weil wir uns sonst auseinandernehmen. Ja, na klar, das sehe ich natürlich auch so. Also ich meine, der Begriff Anarchist, ich habe ja eben das Beispiel aus der Taz von heute vorgelesen, wird natürlich dauernd benutzt, um andere zu diffamieren. Das ist leider immer noch so. Und auch Anarchie wird dauernd als Synonym für Chaos und Terror verwendet. Aber das hat ja mit der ursprünglichen Bedeutung auch gar nichts zu tun. Also, und das, was, also ich meine, Anarchist oder Anarchistin oder so, das trifft es natürlich ganz gut. Ich könnte mich auch einfach als libertären Sozialisten oder freiheitlichen Sozialisten bezeichnen. Das haben die meisten Anarchisten in der Vergangenheit auch so getan. Ich mache das auch, weil der Begriff einfach sofort die Scheuklappen runterfallen lässt. Also wenn ich irgendwo auf dem Podium sitze und dann als Anarchist bezeichnet werde, ist das erstmal für Leute, dieses Klischeebild vom Bombenleger, vom Terroristen, vom Chaoten taucht dann auf, was der Realität nicht unbedingt entspricht. Also ich halte mich nicht für so chaotisch und terroristisch, sondern ich glaube, ich führe ja eigentlich ein ganz normales Leben weitgehend und versuche halt ein Stück weit meine eigene Utopie auch in die Tat umzusetzen, soweit es geht. Und das hat mit Chaos und Terror eben gar nichts zu tun, aber das Bild, sobald jemand als Anarchist bezeichnet wird, taucht das Bild automatisch im Kopf auf, weil es dauernd in den Medien so rübergebracht wird. Trotzdem würde ich würde auch um diesen Begriff kämpfen wollen, weil Anarchismus, Anarchie, das sind für mich doch sehr positive Begriffe, auch wenn sie eben für den Mainstream immer noch gleichgesetzt sind mit Chaos und Terror. Aber das gilt es ja gerade aufzubrechen. Ja, also da anknüpfen, ich sage ja manchmal, Demokratie ist Herrschaft durch Überreden und nicht Herrschaft durch sich die Köpfe einschlagen. Ja, also Gewalt. Also an sich steckt das schon im Demokratiebegriff drin. Und die Geschichte, die du erzählt hast mit dem Überreden oder Überzeugen, finde ich ganz wunderbar. Ja, weil das funktioniert ja nicht. Wir haben natürlich in diesen verfassten Demokratien, parlamentarischen Demokratien eben bestimmte Strukturen, die eben noch an althergebrachte Herrschaftsinstrumente anknüpfen. Nicht? Und für mich ist natürlich ein evolutionärer Prozess, auch diese Strukturen zu überwinden. Und das
kann natürlich nur gelingen, wenn eben sehr, sehr viele Kräfte daran arbeiten und vor allem, wenn das auch von der Mehrheit der Menschen, also selber gewollt wird und getragen wird. Ja. Das ist eben eigentlich der Weg. Denn die Frage ist, wie erreicht man den? Und dazu eben klar, also wenn man Mandat errungen hat, ja, oder wie auch immer, und das hat man nicht selber errungen, nur man hat es errungen, weil sehr, sehr viele Menschen dafür gearbeitet haben, ja, und weil eben auch genügend Menschen ihre Stimme also abgegeben haben in der Hoffnung, dadurch irgendwas zu erreichen, was auch immer, was weiß ich ja nicht, dann bekommt man heute natürlich auch eine Bezahlung. Also es war nicht immer so, ja, und das braucht man auch. Aber ich bin ja dafür, dass auch alle Menschen, die sich engagieren wollen, politisch arbeiten, auch unterstützt werden, auch eine Bezahlung bekommen. Das nennt sich bei uns eben bedingungsloses Grundeinkommen, ja, wofür wir eben eintreten aus diesem Grunde. Aber wir können auch konkrete Forderungen haben, wie zum Beispiel Unterstützung für Bürgerinitiativen, also auch mehr Geld, um diese Arbeit zu ermöglichen. Und dabei unterscheide ich erstmal nicht, also ich halte die Piraten nicht für ein Sprachrohr für irgendwas oder irgendwen. Das ist auch ein ganz großer Unterschied zu den Grünen oder der alternativen Liste, die ja aus Bürgerinitiativen hier in Berlin mal entstanden ist. Natürlich muss man dann auch fragen, welche Ziele akzeptieren wir, welche nicht. Also zum Beispiel müssen wir jetzt, wenn sehr viele Flüchtlinge kommen, ja, uns ja mit der Bevölkerung einigen, wie wir diese Flüchtlinge unterbringen. Da haben wir sehr, sehr viele, die sind dafür und es sind einige Leute dagegen. Und nun sage ich trotzdem, man muss eben mit den Menschen reden, man muss eben sie an den Entscheidungen beteiligen. Und dann kommt eben im Parlament sozusagen, ja, was... Aber wir müssen das von oben entscheiden, sonst kommen die großen Nazi-Demonstrationen. Ich sage umgekehrt, wenn ihr das weiter von oben entscheidet, dann kommen die erst recht. Ja. Und das sind eben, möchte sagen, im Unterschiede. Man muss auf jeden Fall die Entscheidungsmöglichkeiten der Menschen an der Basis befördern. Gut, Bernd, ich hoffe, du nimmst meinen Vorschlag an. Ich bin jetzt mal ganz konsequent, nicht konsensorientiert. Es gibt noch eine Frage. Nee, Schluss. Pardon. Noch eine Frage und ist aus technischen Gründen so. Ich heiße Puja. Ich habe einen Blog, das heißt Anarchist of Color. Anarchist of Color. Ich bin halt in People of Color Netzwerken aktiv. Ja, das, was ich irgendwie letzte Zeit viel mache, um irgendwie mit anarchistischer Theorie irgendwie zu argumentieren, ist halt, dass ich sage, ich bin Poststrukturalist. Also dieses Buch von Gabriel Kohn ist irgendwie gutes Werkzeug. Wenn ich auch nochmal gucke, diese Perspektiven, die hier nicht vertreten sind, also diese migrantischen, nicht weißen Perspektiven, da werden so viele andere Wörter benutzt, da werden ganz andere Metapher benutzt. Und da gibt es auch ganz andere Geschichten, die halt auch durch den Kolonialismus ausgelöscht wurden. Wenn wir diese Geschichten mehr auspacken, auch in Graswurzelrevolution oder anderen anarchistischen Medien, dass es mehr fruchtet. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es gefruchtet hat. Also diese Proteste der Geflüchteten, bevor jetzt das so groß in den Medien war, da war ich 2-3 Jahre lang daran beteiligt und das war aus anarchistischen Netzwerken, die wir bis nach dem Iran halt gezogen haben. Die Leute waren dann hier, waren geflüchtet und dann haben wir gemeinsam Proteste organisiert und es hat große mediale Auswirkungen gehabt, bis hin, dass jetzt der gesamte Diskurs in Deutschland sich verändert hat. Und diese Zusammenarbeit fruchtet auf jeden Fall. Ja, super. Wenn du dazu was schreiben willst, die Graswurzelrevolution ist ja dafür gerade da, dass du die Zeitung auch nutzen kannst als Medium, um größere Kreise auch zu erreichen. Ist ja von der Auflage relativ groß, also das Monatszeit. Ja gut, ich denke, Bernd hat einen dicken Applaus verdient. Danke.